Herzlich willkommen in New San Francisco in den Tesla Labs. Wir sind Tex Murphy, der smarte Privatermittler, und wissen mal wieder nicht, wo wir stehen, geschweige denn, was wir machen sollen. Shit. Wo war ich denn überhaupt hier? Hier Stock. Wie heiße ich? Wie bin ich? Level 4. Satellite Access. Bus. Talking. Exekutiv. Darkroom. Ja. Was haben wir denn dabei? Feuer. Irgendwas war da mit Beamen oder sowas. Mal erst mal gucken, wo ich hier bin. Apropos Bienen. Die hatten uns, glaube ich, auch gekillt das letzte Mal. Das war... Ja. Das war hier draußen. Ha? Level 4? Aha. Wo gingen die denn ab? Aber nicht hier oben, oder? Ach nee, das... Hoffe ich jedenfalls. So, Satellite Access. Speeds of the Power, Holding Station. Irgendwas war mit Bienen, kann ich mich dunkel entsinnen. Ja, zum Beispiel solche Bienen. Ah, wir da different strategy. Das fängt ja echt super an. Absolut Profi-like. Da kommt sie schon wieder. Oh Mann. Zum Kuckuck. So. Was war denn hier? Ach, hier war diese komische Kneipe. Genau. Hier waren wir auch schon drinne. Hat uns das Vieh... Nein! Zweimal nacheinander ist selbst fürs erste Mal ein bisschen viel. So. Aber was soll ich machen? Ja genau, ich musste hier irgendwo rein. Technical Services, aber was soll ich dann da machen? Hier lagen nur diese alten Bomben rum. Satellite Access. Wo war das denn? Wo war das denn? Zum Kuckuck. Na, hier geht's ja nirgendwo weiter. Wie schön. Was war hier? Ah ja. War hier nicht auch irgend so ein übles... So ein übles, wo da dann nachher... Ah ja, hier waren wir draußen, genau. Hier waren wir draußen. Aber da hat man ja den komischen Feuerlöscher gefunden. Und ansonsten... geht's hier dann nirgendwo weiter, oder? Hier war da auch irgend so ein komischer Mutant. Aber hier ließ sich doch nirgendwo weitergehen. Ja. Und hier runterspringen. Mal glaube ich nicht, dass ich es kann.
Weil Springen ist nicht unbedingt die Stärke von Tex. Genau, jetzt mussten wir hier irgendwie diese Power Station, wo auch immer die sein mag. Und ich nehme mal an, das war das mit den Bienen. Ja, komm. Geh runter. So. Naja, gut. Dunkel entsinne ich mich wieder. Hier kommen wir überall nirgends so weiter. War hier nicht auch irgendwie eins, wo dann so plötzlich wieder diese netten Energiekugeln rauskamen? Mein Gott. So. Flüchten wir erstmal vor den verdammten Bienen. Und probieren jetzt mal. Oh, das war hinten. Probieren jetzt mal, da irgendwie durch den Gang durchzukommen und festzustellen, was wir da hinten überhaupt machen sollen. Na, kommt das Vieh wieder? Ah. So. Ja, das waren die alten, ne? Ja, ja, Backbombs. So, hier konnten wir ja auch nichts machen. Ah, gut. Okay. Ja, wann werfe ich die denn und wie werfe ich die denn? Ja, das ist mir schon irgendwie klar, aber... Delete. Ja. Ja, ich kann doch nicht wissen, dass das blöde Gift auch auf Menschen wirkt. Okay. Ja, nu? Jetzt... Ist das zwar ganz schön, aber ich habe doch keine Maske oder irgendwas. Ein Feuerlöscher, der wird doch hier nichts bringen. Schön. Tja, ich gehe mal davon aus, das Giftgas ist zwar da, aber nochmal wollen wir die Nummer hier nicht durchprobieren. Wir brauchen eine Maske. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Tja. Wo zur Hölle kriegen wir denn jetzt eine Maske her? Hier oben waren wir doch schon überall. Müssen wir wieder aufpassen, dass uns hier nicht... Aber hier war ja auch nichts mehr drinne. Liegt hier noch irgendwas rum? Ja, ja. Bleib du mal draußen. Und laufen, 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 laufen. Ja, ja, ja. So.
So, so. Ja, hier haben wir doch alles abgeguckt. Jetzt kommen wir da hinten nicht weiter. Also irgendwas haben wir übersehen. Irgendwo haben wir was übersehen. Und ich weiß nicht wo. Drecksviecher. Was war denn jetzt hier im dritten? Medical Communication Biometrics. Waren wir da überall schon drinne? Medical? Ah, hier kann man irgendwie nicht rein. Was ist das denn? This plasma torch is busted. I'll need to find another one. Now this card reader's destroyed. Der Kartenleser wird's. Ich habe auch nichts mehr irgendwie, oder? Hatte ich noch eine Karte? Nee, nicht wirklich. Gut. Anscheinend haben wir aber hier irgendwas übersehen. Ah, diese Bienen machen mich krank. So, was haben wir hier? Medical. Waren wir hier drin? Nee. Da kann ich mich nicht dran entsinnen. Okay. Ja, System offline. Kein Strom. Ich weiß. Soll ich irgendwo einschalten? Das wird helfen. Das wird schon mal sehr helfen. So, was haben wir hier noch? Sonst sieht es im Raum irgendwie vermutlich, also meistens ist ja nur wirklich eine Sache, die wir finden können. Ich glaube, auch hier war hier an den Schränken. Das finde ich ein bisschen arm. Schade gemacht, dass man hier nicht irgendwie noch mehr. Kann auch nicht mal die Tür. Konnte man vorher machen. Vielleicht waren sie ein bisschen unter Zeitdruck beim Programmieren, die Jungs. Hier geht auch Schreibtisch weder zu noch auf. Das ist kaputt. So. Hier noch irgendwas in der Mitte rumliegen. Zumindest mal haben wir eine Gasmaske und brauchen anscheinend noch diesen komischen Plasma irgendwas. Plasma, Kleber, Werfer, was das war. Okay. Erstmal wieder hier. Was haben wir hier? Was ist denn das? Oh. Was sind das? Ah, Communication. Communication. Warum steht da hinten so ein Mutant? Ja, ja, das ist mir durchaus bewusst, dass du das finden musst. Aber da hinten steht da irgendwie einer. Steht da vor der. Der wird jetzt vermutlich auch nicht. Der Computer wird mir nicht helfen. Ja, das ist mir schon klar. Ja, er hört sich irgendwie nicht gut an. Ja, es ist Lost Power. Was haben wir hier? Data Printer. Ja, es fehlt der Strom. Und es fehlt. Aber hier komme ich gar nicht weiter, oder? Na, Freund.
Bleib du mal schön da und ich bleib hier. Dann können wir gute Freunde werden. Ja, das ist das Satellite, oder? I need to get to the satellite and reestablish the connection. I need to do that on the fourth floor of this facility. Gut, das ist ja ganz nett. Ich hätte jetzt gedacht, da hinten brennt's, könnte man den Feuer löschen, aber ich komme ja gar nicht dahin. Davon abgesehen wird der uns vermutlich killen. Gut, also ich muss irgendwie in den vierten Stock, das war mir ganz klar, da war ich nämlich schon. Und die Verbindung. Ja. Immerhin haben wir jetzt mal was gefunden, was wir irgendwie dann doch übersehen hatten beim letzten Mal. So. Und hier kommen wir auch nicht weiter, gell? Nee. Alles gesperrt, alles zu. Mach's gut. Und ich noch alleine mit den Scheißviechern. Aber ich bin doch fast weg. Hier war mir schon mal irgendwie. So, was haben wir denn hier? Communication? Ach, das war die andere Tür, oder? Ja. Das war die andere Tür. Ja, eben, das war doch der Reaktor. Also, da sind wir anscheinend nie auf die andere Seite rausgegangen. Tja. Ah! Scheibenkleister war das eng. Defense Engineering? Oh, was ist das? Hier waren wir auch noch nie. Cool. Cool. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh, da oben ist... Oh. Da oben ist auch ein Mutant. Tja. Was machen wir denn jetzt hier? Was machen wir jetzt hier, um zu überleben? Ja, die Robis sehen danach aus, als könnten sie Aua machen, aber der da oben. Oh, da ist da mit Sicherheit irgendwas, was wir brauchen. This mech battery could be useful, but it needs to be recharged. I bet there's a recharging station nearby. Ah, wie schön, eine Ladestation in der Nähe. Ich hoffe, die Ladestation ist nicht oben. Plasma Canister Rack, was ist das? Well, the plasma containers here are broken. There are probably more in the biometrics lab. Da ist Mech Batterie Charge, da muss ich doch hoch. Ja, wie mache ich das jetzt? Es war ganz nett, da hochzukommen, aber ich gehe mal davon aus, da oben werden sie mich nicht mögen. Was ist denn das hier unten überhaupt? Keine Ahnung. Dazu. So, was haben wir hier noch? Wundert mich, dass ich hier irgendwo schon drin war. Naja, egal. Muss ich jetzt da runter? Nicht wirklich, oder? Da ist zwar was eine Möglichkeit, aber... Da ist... Ah, was haben wir hier? This type of silicone makes an incredibly hard shell, almost impenetrable. If I could find a way to disperse it... Okay, wozu auch immer. Ach, jetzt brauche ich diesen komischen Klebeteil da. So. Ist er weg? Er ist weg. Naja, vielleicht könnte ich Glück haben und überlebe das, wenn ich jetzt hier hochlaufe. So.
Batterieladegerät, ist das das hier? I can't get to the mech battery recharge station with this proximity bomb in the way. I need a way to neutralize it. Ja, klasse. Wie entschärfe ich denn die Bombe? Ah, ja, warte mal, ich hab doch... Aber da fehlt mir noch was. Da fehlt mir noch... Ich hab doch diesen Kleber. This type of silicone makes an incredibly hard shell, almost impenetrable. If I can find a way to disperse it, it could be useful. Ja, okay. Aber wo finde ich jetzt bitte sehr... Ich brauche jetzt diesen komischen... Ja, dieses Gerät zum Einspannen. This station is monitoring a mech. It looks like it's in some sort of beehive. Dazu brauche ich unbedingt... Ah... It's a silicone spray gun. Genau. Genau sowas brauche ich dafür. Jetzt wird einiges deutlicher. So, dann probieren wir das mal aus. Wir kombinieren Ratten und Messerscharf. Die komische Sprühpistole. Einmal hier. Einmal hier. Ding, 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 ding. We have a winner. Ja, das dachte ich mir. Und dann, was war das denn hier nochmal? Ach, das war die Gasmaske. This gas mask could prevent me from inhaling toxic fumes. Ja, das ist schon klar. This Mac battery needs to be recharged. Wozu auch immer diese Punkte eigentlich, die es bei diesen Abfragen gibt. Aber ich weiß es nicht. So, jetzt gehen wir mal hinten hin und werden einmal. Ja. Ah, das war schon. That's a charging station for mech batteries. Ah, okay. Dann werden wir jetzt das Ding mal hier. This station charges mech batteries. I'll need a plasma container for it to work. Oh nee, ich benötige einen Plasmabehälter, damit es funktioniert. This needs a full plasma container in order to recharge. Ja. Wie schön. Wo zur Hölle kriegen wir denn jetzt wieder so einen Plasmabehälter her? Okay, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal dann einen Cut. Und überlegen uns dann, wo geht's eigentlich hier hinten weiter? Geht's hier hinten weiter? Okay, nirgendwo. Wo wir so einen Plasmabehälter kriegen. Unten waren da welche, aber die waren irgendwie alle kaputt und leer. Was jetzt nicht wirklich überzeugend war. Hier oben ist anscheinend keiner mehr. Denn ich denke mal, die Batterie werden wir zwingend benötigen. Die Batterie werden wir zwingend benötigen. Nee, hier drüben waren die, hier. Plasma Canister Rex. Biometrik-Labor. Waren wir da schon? Anscheinend nicht. Anscheinend waren wir noch nicht da. Das ist auch zu. Gehen wir erstmal raus. Da ist die Sumsel wieder. Mach mich nicht verrückt! Ich krieg's am Herzen. Scheißviecher. Stairs? Wo war denn jetzt das Biometrik-Labor? Hier waren doch irgendwo die Dinger. Biometrik. Das muss aber auf dieser... Auf dieser Höhe sein. Hier. Na super. Das war das, wo wir nicht reinkamen. Ja. Ja, this card reader's destroyed. War da noch eine Alternative nebenan? Nee.
Biomatrix. So, das heißt, wir müssen irgendwie in dieses Labor hier rein und dann noch so einen Plasmabehälter holen, damit wir dann da hinten in dem... Ich wollte schon gerade sagen, steht da einer? Nee. Damit wir dann irgendwie die Batterie aufladen können. Das werden wir auf alle Fälle aber erst in der nächsten Folge machen. Ich danke euch vielmals, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao. Naja, das mit den Bienen hat im ersten Versuch noch nicht wirklich gut geklappt, aber da wir jetzt die Gasmaske haben, werden wir einen zweiten Anlauf machen. Dafür sind diese Kampfmechs wesentlich interessanter. Leider können wir keinen mitnehmen, der draußen etwas aufräumt mit Bienen und Minen. Aber erstmal, wie kommen wir jetzt an die Batterie oder an dieses Plasmastück? Wo könnten wir dieses finden? Aber das und alles weitere mehr erfahren wir erst in der nächsten Folge hier auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao!